Wie kann der Geldwert gemessen werden? Wie kann der Geldwert gemessen werden? Geldwert gleich Wert des Geldes. Wie kann man also den Wert des Geldes messen? Nun, da wir heute Geld verwenden, schon seit vielen Jahren, das keinen Eigenwert hat oder nur einen sehr geringen Eigenwert. Ja, was ist so ein 50-Euro-Schein? Das ist Papier. Ja. Papiergeld ohne Eigenwert, die Münzen mit sehr geringem Eigenwert, wird der Wert des Geldes gemessen. Der Wert des Geldes wird gemessen an der, und jetzt kommt das entscheidende Wort, Kaufkraft. Noch einmal, Geld hat, das Geld, das wir heute verwenden, hat keinen Eigenwert. Das war mal anders. Wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann findet man Goldmünzen, Silbermünzen und so weiter. Da hat das Geld einen Eigenwert gehabt. Das Geld, das wir heute verwenden, hat keinen Eigenwert, sondern wird nur daran gemessen, wie viel man daran kaufen kann. Wird also gemessen an der Kaufkraft und Kaufkraft wiederum wird gemessen durch einen Preisindex. Ja, und zwar, wer macht das? Wer misst diesen Preisindex oder wer ermittelt ihn? Das Statistische Bundesamt. Man kann auch sagen, dass das Statistische Bundesamt die Inflationsrate misst. Ja, misst, also das Statistische Bundesamt ermittelt einen Preisindex, ermittelt, was die Gütermengen von damals, von einem Basisjahr, heute kosten. Und daraus wird ermittelt oder abgeleitet die Inflationsrate. Die Inflationsrate zeigt uns, wie das Geld weniger wert wird in dem Sinne, dass man weniger dafür kaufen kann. So wird also der Geldwert gemessen anhand der Kaufkraft. Die Kaufkraft wiederum wird durch einen Preisindex ermittelt. Was kosten die Güter von damals, die Mengen von damals, heute? Damals ist dann ein sogenanntes Basisjahr. Was kosten die Mengen von damals heute? Heute nennen wir dann das Bezugsjahr. Und daraus wird abgeleitet die Inflationsrate und die zeigt uns, wie das Geld weniger wert wird. In der Regel ist es so, dass das Geld weniger wert wird. In Deutschland haben wir eine sogenannte schleichende Inflation. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.